Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier quasi auf unserer schwebenden Plattform, wo wir jetzt Holz und Kohle, nee, nicht Holz und Kohle, sondern Kohle und Eisenerz in ausreichender Menge hoffentlich erstmal für die ersten kleinen Sachen, die wir jetzt hier automatisieren wollen, fertig haben. Ich nehme mal an, hier wird noch einiges wieder umziehen, aber das ist ja nicht mehr das Schlimme. Abbauen, anbauen, das geht ja wunderbar. Aber unsere Zeit ist um. Das MAM müsste fertig sein und müsste was erforscht haben. So, dann müssen wir nämlich hier mal reingucken. Ja, das ist weg. Was hat er denn da Schönes erforscht? The analysis of alien organics is completed. Please choose a new specimen and begin a new analysis. So, was sagt er mir? Okay, ich könnte nochmal analysieren, aber da wissen wir nicht. Keine Ahnung, was dabei rauskam, das sagt mir nichts. So, vielleicht haben wir das ja auch schon längst. Vielleicht war das ja dieses Dingenskirchen. So, was ist das hier? Medical Inhaler. Wo ist der für gut? Medical Inhaler. Aha. Gut, da brauchen wir Dinge, die wir nicht haben, oder? Warte, was ist das hier oben? Iron Plate. Alles Iron Plates hier. Ah, das haben wir schon mal dabei. 140 von den Dingern haben wir auch noch da. Hier haben wir noch mal so ein bisschen was davon. Und wir brauchen noch ein paar davon, habe ich gesehen. So. So. Ready for launch? Der Medical Inhaler ist fertig. So, gut, haben wir schon wieder was gefunden. Aber den Medical Inhaler jetzt. Die Stahlbarren lege ich da mal rein. Hier liegen doch schon 20 Fabrics. Ach ja, haben wir schon mal gemacht. Also, wir hatten also schon mal ein paar Fabrics gemacht. Aber noch mit dem alten Rezept, glaube ich. So, Fabrics, die legen wir jetzt hier mal rein. 10 Stück. Ab dafür. So, mal gucken, was dabei rauskommt. Und dann gucken wir nochmal, wie viel Alien Organics haben wir denn da? Haben wir denn 20 Stück? 7 hätten wir hier. Und da hätten wir keine. Gut, das ist natürlich nicht viel. Gut, dann haben wir da 20 von jetzt hier in der Kiste. Das macht aber erstmal nichts. Wir werden nochmal ein paar Nüsse essen. Legen wir uns die mal in die Hand, damit wir ein bisschen gesunder sind. Hier ist noch Iron Ore drin. Naja, gut, okay. Oh, wir haben jetzt mehrere Hände. Oh, ja, das ist gut. Da ist noch die Frage, wie ich da durchschalte. Aber das werden wir schon noch rauskriegen. So. Nehmen wir das mal aus der Hand raus. Ach, mit dem Mausrad. Alles klar. Aber ich kann ihn nicht auf leer wechseln. Ich kann ihn nicht auf leer wechseln. Das ist ja doof. Den habe ich also definitiv in der Hand. Na gut. Naja gut, dann haben wir den jetzt erstmal definitiv in der Hand. Das macht ja erstmal nichts, das stört ja nicht weiter. So, dann können wir hier noch den Pinsel eigentlich mitnehmen. Dann packen wir die erstmal noch wieder zurück. So, Eisenerz haben wir auch so noch in der Hand. Okay, warte mal, hier liegt auch mal was rum. So, gut. Achso, der ist jetzt will return in einer Minute. Okay, hier müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt könnten wir mal, nee, hier können wir gar nichts machen. Irgendwie haben sie auch gesagt, dass es eine neue Waffe gibt. Da müssen wir auch nochmal nachgucken, was das ist. Ob wir die hier schon haben. Portable Miner, Spike Creeper, nee, ah hier, der Medical Inhaler. Ach, da brauchen wir sogar Nüsse für. Da braucht man Beeren für, da brauche ich dann Pilz für und ich brauche das für. Und dann kann ich einen Medical Inhaler machen und ich denke mal, mit dem kann Full Restores Health. Oh, ah, okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Reducer 3 pro Minute. Okay, was? Ah, er kommt angeflogen hier. Können wir nochmal das Landemanöver fotografieren hier. So. Foto taken. So. Gut, dann gucken wir jetzt mal weiter. Irgendwas habe ich nämlich noch gesehen, was da bei Level Dings ist hier. Medical Inhaler Alien Organics. Ach, den kann man dann auch nochmal so herstellen.
auf Tier 4. Das ist jetzt also das, was neu dazugekommen ist. Da brauchen wir 10 Frames und sowas. Naja, Gott, selecten wir mal. Müssen wir jetzt halt ein paar Frames schnell mal machen. Das kriegen wir ja hin. So, was war noch gefordert? Achso, 25 von den Dingern hier wieder. Kein Problem, hätten wir da. Und dann müssen wir die Frames, die müssen wir nochmal machen. Da, das kriegen wir ja drüben hingemeißelt. Was ist das hier noch? Das ist Bauxit. Da hat er uns noch nichts zugesagt, ne? Achso, und Drähte brauchen wir auch noch ein paar. Aber da haben wir hier noch ein paar Stück. 100 Stück brauchen wir davon. So. Okay, dann können wir jetzt erstmal die hier, die rein. So. Achso, Drähte brauche ich auch noch ein paar. Darf ich mal ganz kurz hier nochmal. Okay. Ein paar Drähte auswählen. Dankeschön. So. Das packen wir hier wieder rein. Und das packen wir hier wieder rein. Gut. Das können wir hier auch erstmal wieder reinpacken. Obwohl, nee, das brauchen wir ab und zu, ne? Beim Bauen und so. Naja, aber dann nehmen wir einen vollen Stack, das ist sicherer. Oder sowieso besser dann. Nehmen wir hier noch einen vollen Stack von mit, falls wir es brauchen. So, jetzt müssen wir jetzt unsere Frames machen. Wie war denn diese Frame-Geschichte? Wo ist er denn, der Frame? Modular Frame. Können wir 10 Stück von machen? Warum? Wir brauchen ja auch nicht, ne? Dann machen wir noch 10 Stück davon. Habe ich noch so für Reinforced? Achso, für Reinforced Plates habe ich noch gehabt. Alles klar. Gut, okay. So, dann Reinforced Plates. Da rein. Muss ich da nicht mehr Schrauben zu nehmen? Muss ich da jetzt nur... Alien, Organic Alien Inhalator. So. Warte das Ding wieder. Gut, das hätten wir dann schon mal. Dann gucken wir hier jetzt, wenn ich hier jetzt müsste es den auch... Ah ja, da brauche ich 3 Alien-Organe und 5 davon. Und dann macht das das Gleiche. Okay, gut. Haben wir 2 verschiedene Rezepte dafür. Tschüss. Komm bald wieder. So. Gut, dann gucken wir mal hier rein. Wie lange brauchst du noch? Noch 2 Minuten 40. Dann werden wir jetzt, warte mal, wir gucken jetzt mal ganz kurz, vielleicht hat sich hier auch was geändert, was wir hier reinstecken müssen. Man weiß es hier nicht. So. Motoren und davon. Ja, aber da brauchen wir wirklich bloß noch die Platten dazu. Platten und Rohre. Warte mal, die Platten, das Rezept ist doch gleich geblieben, oder? Reinforced Plate. Wo ist er da? Reinforced Iron Plate, da brauchen wir Schrauben zu, ohne Ende, genau. Dann machen wir erstmal ein paar Schrauben noch. Wir werden jetzt die 2 Minuten ein bisschen noch hier warten, was das da gibt jetzt, wenn wir das fertig geforscht haben, welches, was wir dann noch frei forschen müssen. Und machen in der Zwischenzeit halt ein paar Reinforced Plates. Ein paar Rohre lassen wir uns über, damit wir noch ein bisschen denn die Rahmen machen können. Dann können wir da drüben ein paar Rahmen reinstecken noch. Ist die Frage, ob wir das überhaupt noch mussten. Aber gut, egal. Und dann werden wir uns vielleicht eventuell so ein bisschen Stahl holen für die Motoren. Mist. So. Gut, mal 35. Mal gucken, vielleicht machen wir dann noch die Schrauben nach, die wir dann brauchen. Conveyor Belt MK2. Achso, die habe ich noch drin. Okay. Das ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt so einen großen Hohn nach oben baue, dann kostet der natürlich auch von den senkrechten Fahrstühlen. Der kostet bestimmt auch ganz gut. So, dann brauchen wir noch 12 Schrauben. So. Reinforced Iron Plates, jetzt so Modular Frames, können wir 10 Stück machen. Nicht 11, oder? Oh, das muss ich vorher ausgehen. 12 haben wir noch machen können. Hä? Na gut, da habe ich mich ein bisschen verguckt. Dann können wir die anderen 100 noch da durchaus durchnudeln jetzt hier. Von den Rohren. Also wir bekommen die Rohre, kriegen wir ja auch noch schnell so wieder denn hergestellt. Hier haben wir noch ein bisschen Eisenerz da, wenn wir es bräuchten. So, machen wir da bis auf 50. So, dann noch ein paar Reinforced Iron Plates. Und dann können wir noch ein paar Modular Frames machen und dann ist das alles cool. Biomasse aus Marsilia können wir auch machen mittlerweile, okay. Dann müssen wir mal gucken, was das bringt. Ich denke nicht viel, oder? 10, na gut, 1,1 ist da der Umsatz. Okay, das ist nicht weiter schlimm, also nicht weiter gut, aber auch nicht schlimm. So, hier haben wir jetzt erstmal nichts mehr zu erforschen, ne? Oder ist da irgendwo was dazugekommen? Nee. Gut, es geht ja wieder hier ordentlich
lila zugrunde hier alles. Das ist, naja, gut. So. Das ist complete. This fabric is suitable for the creation of parachutes. The derived blueprint is now accessible in Hub Tier 2. Das ist gut. Hub Tier 2 können wir jetzt ein bisschen was noch erforschen und dann brauchen wir die Rohre. So. Ja, das selecten wir mal. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal die Eisenplatten da drinnen. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal das da drinnen. Und dann müssen wir jetzt ein paar Rohre machen. Iron Rod. Dazu brauchen wir erstmal ein bisschen Iron Ingots. Doch zu viele Rohre verbaut. Aber dann haben wir den Fallschirm und dann können wir den nämlich hoffentlich dann mit mir einen produzieren oder keine Ahnung, wie viel wir davon brauchen oder ob denn der denn immer weg ist oder ob man den immer wieder benutzen kann. Das werden wir sehen. Aber ich hoffe mal, dass man den immer wieder benutzen kann dann. So, dann machen wir jetzt erstmal hier, bis das da der ist. So. Erklär. Nochmal Iron Rods. Aus allem, was wir haben, machen wir jetzt Iron Rods. 12 Frames habe ich bis hingekriegt. Achso, ich müsste hier noch ein paar Iron Rods dann zum... Ah ja, zu Frames könnten wir noch ein paar machen. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie viel das geht. So. Und... Parachut. So. Da haben wir ja richtig viele Forschungen gemacht jetzt hier. Das finde ich schon mal gut. Wo ist der Modular Frame da? Zwei Stück kriegen wir damit hin. Weil wir Rohre brauchen. Okay, kein Problem. Ja, wir haben ja noch ein bisschen was. So, dann haben wir nämlich ein paar Frames da noch drin. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir die Motoren machen hier. Was ich dafür brauche. Aber das sollte ich alles für da haben. Bis auf Rohre halt, ne? Schrauben, wenn ich Schrauben für den Motor brauche, dann wird es schwer. Aber ansonsten sollte es gehen. So, wir machen jetzt aber einmal hier durch den ganzen Stapel und machen da komplett Rods draus. Und dann haben wir auch jede Menge Zeug schon verarbeitet. Aber wir brauchen eigentlich auch ein paar Rohre nachher zum Bauen noch wieder, wenn wir irgendwo mal was bauen müssen. Aber dass das unten mit den Fenstern so gut gepasst hat in der letzten Folge, das fand ich schon echt cool. Das hat gut funktioniert. Da war ich sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Muss ich ehrlich sagen, da war ich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich drüber. Zur Not unten haben wir ja wahrscheinlich Kisten, die genug Schrauben bzw. noch genügend von diesen Iron Rods vorrätig halten. So, kommen Sie her, mein guter Mann. Bauen Sie an von jemandem. So, dann können wir jetzt hier noch Modular Frames, 4 Stück. Dann sind unsere Reinforced Plates weg. So. Und dann können wir da was reinpacken. Dann können wir nämlich jetzt hier nochmal 80 Frames reinpacken. Ach, da müssen wir ja gar nicht mal so viele. Okay, so. Aber wenn wir damit durch sind, dann haben wir auf jeden Fall die letzten Erforschungsgeschichten auch schon mal fertig. So, achso, ich wollte jetzt gucken, was wir für die Motoren brauchen, ne? Wo bin ich denn hier? Da. Nicht mehr noch gut. So, ein Parachute, den. Achso, den müssen wir hier wahrscheinlich gucken, was der kostet. Da ist er. Der kostet ein paar Drahtseile und 10 Fibricks. Dann machen wir uns mal einen von. Dann werden wir den mal ausprobieren hier. Ob der denn verschwindet oder nicht. So. Wo habe ich die denn? So. Machen wir uns mal einen Fallschirm. So, den muss ich wahrscheinlich in die Hand nehmen dann, ne? Aber da es da schon 5 Stück von gibt. Ach, er kommt wieder angeflogen hier. Da es da schon 5 Stück von gibt, denke ich mir mal, wird das denn. Wo habe ich denn hier so eine richtig hohe Kante, wo ich runterhopsen kann von der Fabrik? Ich bin auf der Seite gar nicht. Auf der Seite, ne? Ist das ja. Da habe ich noch ein paar Löcher. Gut, das probieren wir jetzt nämlich aus. Also ich nehme das Ding jetzt mal in die Hand. Wo sind sie? So, muss ich wahrscheinlich. Ah, das muss ich am Body machen. Okay. Wie löse ich den aus? Weiß das einer? Wie löse ich den Parachute aus? Denn es hat keinen Treibstoff. Warte mal, da müssen wir auch was gegen tun. Na gut, wir fallen jetzt eh runter. Dann können wir runter unten aber Treibstoff holen. So. Mal gucken, ob wir sterben dabei oder nicht. Das wird sich jetzt zeigen. Das probiere ich jetzt mal aus. Ich hoffe, dass die Leertaste ist zum Auslösen.
Geht denn da unten? An Strommast. Ja, Leertaste ist zum Auslösen. Da sieht man ihn auch oben. Wunderbar gelandet. Funktioniert. Also, der funktioniert schon mal. Dann machen wir hier F wie Funzel. Nee, was ist denn hier? V wie Funzel, ne? Ja. So, dann haben wir Licht. Dann holen wir uns ein bisschen Kraftstoff noch. Dann gucken wir jetzt generell nochmal. Also Kraftstoff haben wir ja oben eigentlich noch ein bisschen eingelagert. Das geht. Den Parachute haben wir. Wir haben einige Forschungen fertig geschafft heute. Das finde ich auch gut. Zip. Das finde ich auch schön, das Geräusch. Um das jetzt mal so zu sagen. Das finde ich echt schön. So gut gemacht. So, gucken wir mal, ob hier noch was im Lager liegt. Ah ja, guck mal an, da können wir doch gleich ein bisschen mitnehmen. So, dann haben wir ein bisschen Kraftstoff auch hier für unsere Motorsäge. So, dann können wir die doch gleich benutzen. Süchen, Feinchen. Hätte ich jetzt fast gesagt. So, dann gucken wir jetzt mal hier. Hier liegen noch jede Menge Materialien auf dem Band, die jetzt zur Produktion geeignet sind. Und jetzt würden wir dann also oben Schmelzen bauen müssen. Und uns einen günstigen Platz dafür aussuchen. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Wir sind jetzt hier erstmal für heute am Ende angelangt. Hier unten drunter wird es wirklich dunkel, ne? Also da ist wirklich Lampe, braucht man. Vielleicht eventuell können sie ja selber noch Lampen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas schon mit ein. Gibt es mittlerweile Lampen hier in dem Spiel? Wird unter Power sein? Nee. Powerline haben wir. Powerpole MK2. Was ist da besser? Ach, der kann 7 Connections ab anstatt 4. Okay, das ist okay. Und ein Kohlegenerator macht 50 Megawatt. Den müssen wir natürlich dann auch mal irgendwann herstellen. Gar nicht mal so billig. So, hat sich denn bei der Produktion noch irgendwas Neues ergeben? Nee, da ist alles noch beim Alten. Und bei den Walls haben wir dann auch gesehen, da haben wir nichts Neues. Aber dass das hier so schön funktioniert hat, das finde ich immer noch klasse. Gut, dann war das mal eine Forschungsfolge. Ist ja auch mal was Schönes gewesen. Kommen wir an der Stelle auch mal weiter. Und dann wird jetzt demnächst oben gebaut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen und uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.